Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Assassin's Creed Revelations. Wir müssen jetzt den Templerhauptmann eliminieren, der zum Sterben hier im Gebirge zurückgelassen hat. Aber naja, wie wir natürlich nicht mit uns. Wären wir, wenn wir das nicht verhindern würden, wenn wir kommen. Obwohl kaum Ezio Auditora ist. Und wir schwingen uns mal hier hoch. Früher war das einfacher. Das glaube ich dir gern. Wir können auch nicht schnell rennen. Also wir können höchstens joggen, aber nicht schneller. Die Spur des Templerhauptmanns folgen. Der Spur des Templerhauptmanns. Nein, 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 abbrechen. Ach, hier ist der Adlersinn. Der ist ja diesmal, ey. Das kann man ja jetzt sogar mit der Grafikmod gebrauchen. Wir sollen ja fünf Leute, laut der Mission sollen wir fünf Leute aus einem Heuhaufen heraus eliminieren. Und das versuchen wir natürlich auch wie immer. Jetzt muss ich noch kurz mal schauen. Also wenn da auf Y ballern ist mit der Knarre. Und hier ist das Adlerauge, ne? Hier ist dann wahrscheinlich die Kamera ausrichten, ja. Aber wo haben wir so, wo hat man halt sonst geballert? Sonst hat man eigentlich mit der. Mit der. Ach so, ja klar, mit der Taste dann quasi. Ab jetzt komm ran, Junge. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. So. Eins. Oh. Upsala. Dreht euch wieder um. Nein, ihr kommt sogar noch näher. Das ist ja auch wunderschön. So, Leute. Jetzt aber. Wow, 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 wow. Ich will jetzt nicht unbedingt mit euch kämpfen. Am besten wir schleichen uns einfach ein bisschen abseits der Wachen durch die Stadt. Bitte auf rumzustöhnen. So. Mit dem Adlersinn können sie die Laufwege ihrer Ziele verfolgen. Alles klar. Oh. Stellen wir uns einfach immer dazu. Oder ist da vorne irgendwo ein Heuhaufen? Ne, da ist noch eine Wache. Ah, die Wache läuft weiter. Wir haben eine neue Währung, ich weiß nur leider nicht, wie sie heißt. Oh fucking hell. So. Hier ist ein Heuhaufen. Kommt der wieder her? Ja. So, Jung, komm ran. Verstecken sie sich in Zelten oder Heuhaufen, um Gegner unsichtbar zu sein. Ich habe nur leider keine. Kein Zelt gerade da, nur ein Heuhaufen. Also der. Ah, da kommt er ja wieder. Yes, jetzt patrouilliert er hier lang. So. Was? Nein! Komm her! Was ist hier? Zum Teufel! Jemand muss hier sauber machen. Hol die Waffe. Ja, dann können wir das halt nicht tun. Ein seltsamer Umhang. Das könnte unser Mann sein. Ich sehe mal nach. So. Dem Heuhaufen ist jetzt irgendwie nichts geworden. Kann es sein, dass du wirklich so tödlich bist, wie die Legende behauptet?
Oder kommandiere ich ein Heer von Säufern mit Holzschwertern? Genau da lag Ezio. Jetzt gibt es keinen Ausweg mehr. Nicht für mich und nicht für dich. Tötet das Schwein, bringt ihn um! Na, so langsam hat er richtig Angst, ne? Ich sehe ihn! Hey, du wüsstest, dass die alles durchgemacht haben. Und sind die Wachen bestimmt nichts. Oh, die Truhe plündern wir. Ah, da sind weitere Heuhaufen. Wir benutzen sie natürlich, solange wir können. Bleiben natürlich auch so lang, wie es so möglich ist, verdeckt. Abmuck, weil sie meiner Frau alles sagen wollte. So. Das war jetzt, glaube ich, Nummer 2, ne? Oh, da oben ist ja wer. Hallo. Ja, wir können hoffentlich bald wieder schneller rennen. Im Moment können wir nur hier nach unten. Meist fallen. Moment, der kommt mir bekannt vor. So, Leute. Herkommt. Das ist so gemein, okay. So. Und jetzt du. Medizin? Oh Gott sei Dank. Das ist schon besser. Jetzt können wir auch noch hier oben. Bloß nicht auf der Stelle bleiben. Gib dein Bestes, Malaka! Ja, das hat nicht gelangt, tut mir leid. Wie schwer kann es sein, dich zu töten, hä? Warum stirbst du nicht? Leandros eliminieren. Hörst du denn nie auf zu witzeln? Tja, der alte Hund hat doch noch Zähne. Das Buch, das ihr tragt, wo ist es? Niccolo Polos Tagebuch? Das wird dir nicht helfen. Nicht mehr. Wir haben schon einen der Massiv-Schlüssel gefunden. Und bald auch die restlichen. Was in der Bibliothek ist, ist nicht für euch und nicht für die Templer. Behalte Altairs Bücher, Ezio. Wir suchen nur Orientierung. Wir suchen nur Hinweise zum Standort des großen Tempels. Des großen Tempels? Erzählt mir mehr. Los! Requiescat in pace, bastardo. Okay. Dieser Apfel, er ist wirklich ein bemerkenswertes Stück. Hier, das Material. Hart wie Stahl und doch leicht. Willst du wirklich mit dem Ding herumspielen? Jawohl, das will ich unbedingt. Ich habe lange darauf gewartet, einen in die Finger zu bekommen. Okay, du machst mich echt nervös, Bill. Keine Sorge. Ich glaube, ich habe nicht die richtigen Gene, um ihn zu benutzen. Oh, aber Desmond schon, glaubst du? Was war das denn gerade? Du hast rumgeschnüffelt.
Und zwar außerhalb der Desmond-Partition. Und als der Animus dich fand, verschob er dich wieder hierher. Er befolgt nur Befehle. Wie ein Absturzschutz. Er versucht, deinen Armkopf intakt zu halten. Ob du willst oder nicht. Und was genau machst du eigentlich hier? Spielen. Lernen. Warten. Vor allem warten. Ich lenke den Animus ab, so gut es geht. Für dich, damit du dich umsehen kannst. Ansonsten würde er dich jagen wie ein Virus und, dich löschen. Oh, ein Schutzengel also. So etwas gibt es nicht. Ja, ich. Danke. Alles klar. Kommt noch ein Anruf oder so? John, ich bin's. Ja. Was ist los? Seid ihr am Flughafen? Ja, wir mieten einen Jet. Kommst du auch? Ja, ich bin bald da. Gut. Sie wurde schon begraben. Ich weiß. Auf einem kleinen Friedhof bei Rom. Ganz nett. Oh Gott, wie schnell so eine Scheiße passieren kann. Liegt Desmond noch auf Eis? Ja, wir messen sehr viel Hirnaktivität. Aber ohne das Überwachungssystem können wir nichts aufzeichnen. Halt mich auf dem Laufenden, okay? Wir sehen uns bald. Okay. Wir gehen wieder rein und schauen, was es zu tun gibt. Liebe Schwester, Masyaf wurde von einer Horde Templer überrannt und ihr Motiv ist klar. Sie suchen die Geheimnisse, die in Altairs Bibliothek verborgen sind. Denn sie glauben, sie würden sie zu etwas führen, was sie den großen Tempel nennen. Ob wahr oder nicht, ich weiß, dass es die Bibliothek wirklich gibt. Ich habe ihre Tür gesehen, doch niemand kann sie öffnen. Nicht ohne die 5 Schlüssel, die vor fast 300 Jahren von Niccolo Polo nach Konstantinopel gebracht wurden. Claudia, ich muss diese Schlüssel finden. Einen fanden die Templer bereits, und ich weiß nicht, wie schwierig es sein wird, die restlichen aufzuspüren. Das wird sich mit etwas Glück und Geschick erst noch zeigen. Na dann, unser Ziel ist klar. Auf nach Konstantinopel. Sequenz 2. Schmelztiegel der Welt. Konstantinopel. Mai 1511. Es ist längst nicht vollendet. Keine Stadt in Europa bietet ein solches Panorama. Nun, um genau zu sein, das ist Europa. Das ist Asien. Ah, einige Grenzen halten selbst den Osmanen stand. Nur wenige. Ihr seid italienisch allem Anschein nach, eure Kleidung jedoch nicht. Seid ihr schon lange auf Reisen? Si, da molto tempo. Ich verließ Roma vor 12 Monaten und suchte nach Inspiration. Diese Suche führte mich her. Als ich ein Kind war, sprach mein Vater oft über den Untergang von Konstantinopel. Ihr meint sicher die Eroberung von Konstantinopel. Ich schätze, der Ausgang einer jeden Geschichte hängt vom Standpunkt des Erzählers ab. Darin sind wir uns einig. Güzel, Konstantinopel ist eine Stadt für alle Gemüter und Bekenntnisse. Für Schüler wie mich oder Reisende, so wie euch. Es wartet so viel Arbeit auf mich, aber es ist schön, zu Hause zu sein. Arbeit? In deinem Alter galt mein Interesse vor allem Salve. Ich bin überrascht, dass ihr überhaupt etwas schafftet.
Genau wie meine Mutter. Es war ein Vergnügen, mit euch zu sprechen, BFND. Ich hoffe, ihr findet hier etwas, was euch interessiert. Das werde ich sicher. Yardim edibelirmim, Efendim. Grazie, mein Junge. Ein Gelehrter und ein Edelmann. Ihr steckt voller Überraschungen. Nur wenige, mein Freund. Exig olmayin. Koshkelden kardesim. Sollte die Legende wahr sein, seid ihr der Mann, nach dem ich suche. Der berühmte Meister und Mentor. Ezio Auditore de la la la. Prego. Vergebt mir. Ich habe Probleme mit diesem italienischen Kauderwelsch. Da Firenze. Dort wurde ich geboren. Ah, ja. Nun, nach eurem Brauch wäre ich wohl Yusuf Tazin da Istanbul. Gefällt mir. Istanbul? Noch ein Name für diese Stadt? Evet, der örtliche Favorit. Kommt, Mentor da Firenze. Ich führe euch herum. Prinz Süleyman. Im 16. Jahrhundert kannte die ganze Welt diesen Namen. Süleyman der Prächtige nannte man ihn im Westen, den 10. Sultan des ständig expandierenden Osmanischen Reiches. Seine türkische Landsleute waren wohl auch voll des Lobes, aber weit praktischer veranlagt. Sie nannten ihn Süleyman Kanuni, den Gesetzgebenden. Ihm gelang es, die Bürokratie des Landes so zu verbessern, dass sie wie eine gut geölte Maschine funktionierte. Keine leichte Aufgabe in so einem großen Reich. Aber ich schweife ab. Greife unseren aktuellen Problemen vor. Als Ezio Süleyman traf, war er noch ein junger Mann mit nur sehr geringen Aussichten, jemals Sultan zu werden, denn sein Vater Selim war so ziemlich der Letzte in der osmanischen Thronfolge. Also widmete er sich, wie es sich für einen jungen Mann von seinem Stand und seiner Statur gehörte, seiner Ausbildung und verschwendete keinen Gedanken daran, jemals Sultan zu werden. Er studierte bei verschiedenen Gelehrten in Istanbul und erhielt Privatunterricht im Topkapi-Palast. Ansonsten ist über seine Jugend sehr wenig bekannt, außer dass er ein höflicher und nachdenklicher Mensch war und einen Diener namens Ibrahim hatte, den er als besten Freund bezeichnete. Als Süleyman 17 war, hatte Bayezid jedoch das Talent und die Intelligenz seines Enkels erkannt und ihn als Gouverneur eines großen Landes nördlich des Schwarzen Meeres eingesetzt. In den nächsten Jahren sollte Süleyman noch eine Reihe ähnlicher Posten übernehmen, bis Sultan Selim I. im Jahr 1520 bei einer unerwarteten Tragödie ums Leben kam. Süleyman übernahm den Thron im Alter von 26 Jahren und sollte ihn fast 50 Jahre lang behalten. Süleyman war kein Pazifist, unter ihm erreichte das Osmanische Reich seine größte Ausdehnung. Am Ende seiner Herrschaft erstreckte sich das Land von Algerien bis zum Persischen Golf und von Österreich bis nach Ägypten. Doch trotz all seiner Expansionen war er auch ein toleranter Mann. Er erkannte, dass man ein so großes Reich nur zusammenhalten kann, wenn man die Kulturen, Traditionen und Religionen seiner Untertanen respektiert. Aber Ezio weiß von dem allen noch nichts. Für ihn ist er im Moment nur ein ganz normaler Gelehrter gewesen. Yusuf Tazi. Abstergo hat vor ein paar Jahren einige Informationen zu diesem Mann zusammengetragen, aber in den normalen Geschichtsbüchern findet man nicht viel über ihn, was ihm sicherlich recht wäre. Yusuf Tazim wurde ca. 1467 in Bursa geboren, wurde aber ab dem 8. Lebensjahr von seiner Mutter in Konstantinopel großgezogen. Sein Vater war Assassine und vermutlich trat Yusuf deshalb ebenfalls dem Orden bei. Aber es gibt keine Informationen darüber, was mit seinem Vater geschah. Wurde Papa Tazim getötet? Hat er die Familie verlassen? Man weiß es nicht. Im Alter von 17 war Yusuf in der ganzen Stadt als Aufrührer und Kleinkrimineller bekannt. Aber ein zufälliges Zusammentreffen mit dem legendären Wesir Ishak Pascha oder so änderte alles. Ishak war ebenfalls Assassine und arbeitete in der Hohen Pforte direkt unter Bayezids Nase. Ishak hatte Vlad Tepes besiegt, den vorläufigen Waffenstillstand zwischen den Osmanen und den Assassinen ausgehandelt und war nun dabei, aufgeschlossene Bürger des Reiches für den Orden zu rekrutieren. Yusuf war von Ishaks Charisma und seinem lockeren Führungsstil angetan und trat den Assassinen kurz zu seinem 20. Geburtstag bei. Von da an war Yusufs Aufstieg schnell und unaufhaltsam und im Jahr 1500 hatte er sich bereits einen Namen gemacht. 1502 traf Yusuf eine Abordnung venezianischer Assassinen in Griechenland, um einen Weg zu finden, den venezianisch-osmanischen Krieg zu beenden.
Dieses Vorhaben war von Erfolg gekrönt, wie es scheint, denn die Kämpfe wurden 1503 eingestellt und brachten im westlichen Teil des Osmanischen Reichs eine kurze Ära des Friedens. Sultan Bayezid II. Wurde, möglicherweise begünstigt durch die friedensschaffenden Maßnahmen der Assassinen, in seiner letzten Dekade etwas selbstgefällig und vernachlässigte die Regierungsgeschäfte zugunsten seiner mystischen Texte und alchemistischen Experimente. Das passte den Assassinen gut, denn ein langweiliger Frieden war immer noch besser als endlose Kriege und Expansionen. Doch nach dem Erdbeben von 1509 erschien eine neue Bedrohung in Konstantinopel, Templer, die unter dem alten byzantinischen Banner kämpften. Nach Jahren der relativen Ruhe musste Yusuf nun erneut seine Assassinen sammeln und auf den langen und schwierigen Kampf vorbereiten, der vor ihnen lag. Was haben diese Byzantiner? Jetzt habe ich aber lange genug vorgelesen. Apropos lesen, heute klappt es irgendwie nicht so gut. Wir gehen auf jeden Fall mal kurz auf diesen Aussichtspunkt. Bombenlager. Bombenkomponenten sind in der ganzen Stadt verstreut. Begeben Sie sich in die Nähe eines Bombenlagers und halten Sie B, um es zu plündern. Ja, denn es gibt jetzt ein Bömpchen. Da gibt es bestimmt wieder eine. Achtung, Achtung. Bombenstimmung. Na? Na? War der nicht einfach der Brüller? Ja, ich weiß, ihr könnt euch kaum vor Lachen halten. Beanspruche eben die Lachmuskeln, wie blöd. So. Aber wir kennen das Prinzip ja. Gäbe es doch ein Wort, das mein Erstaunen beschreibt. Ein bisschen alt für einen Gaukler, nicht? Wie sieht der? Ich finde, es ist mir die coolste, also mit die am schönsten gemachteste Atmosphäre in der Reihe. Also die dichteste, obwohl, naja, nicht immer. Also von den Spinnen, die wir bis jetzt hatten, vielleicht die beste. Ein warmes Willkommen. Der Meisterassassin Yusuf Tazim hat Sie in Konstantinopel willkommen geheißen und möchte Sie durch die Stadt führen. Lernen Sie ihn und die Stadt besser kennen. Volle Synchronisation, nicht von Yusuf entfernen. Willkommen im Galata-Bezirk. Seit Jahrhunderten die Heimat von Weisen aus Europa und ganz Asien. Nirgends in der Stadt werdet ihr mehr Vielfalt finden. Und aus diesem Grund wurde es zur Heimat der Assassinen. Ich würde gerne sehen, wo. Kessing Likle. Es ist der Bruderschaft eine Ehre, den Mann zu treffen, der die Borgia in den Ruhestand schickte. Oh, weiß denn schon jeder in der Stadt, dass ich hier bin? Nun, euer Gerangel mit den Templern ums Heilige Land blieb nicht ganz unbemerkt. Als ich einst aufbrach, lag mir Gewalt völlig fern. Ich suchte Weisheit, den Inhalt von Altairs Bibliothek. Ihr wusstet nicht, dass sie seit 3 Jahrhunderten verschlossen ist? Nein, ich hatte es vermutet. Aber ich erwartete nicht, dass sie von Templern bewacht wird. Sehr beunruhigend, oder? Vor 5 Jahren war der Einfluss der Templer hier minimal. Ein kleines Grüppchen, das den Thron von Byzanz wiederherstellen wollte. Doch es werden immer mehr, jeden Tag. Und da Sultan Bayezid nicht vor Ort ist, machen sie vielleicht etwas Drastisches. Gibt es keinen Erben für den osmanischen Thron? Nicht nur einen, 2 aufgebrachte Söhne. Ganz normal für die königliche Familie. Wenn der Sultan hustet... ziehen die Prinzen ihre Schwerter. Bei all den Templern und den Osmanen habt ihr sicher gut zu tun. Ezio, ich habe kaum Zeit, meine Klinge zu putzen. Leute, das war aber nicht nett. Aua. Aua. Lasst mir auch welche, ja? Ezio, dort! Noch eine Welle! Nein, nein. Schaut. Byzanz ist tot! Und du auch gleich! Die ganze Stadt erwacht, um euch zu begrüßen, aha. Ezio. Erst die Regenten, nun die Ratten. Die Osmanen haben eine besondere Vorliebe für byzantinische Rüpel.
Das gibt uns Luft zum Atmen. Wie viel? Ein wenig. Sie töten euch auch, wenn sie wollen. Aber sie hätten ein schlechtes Gewissen. Rührend. So schlimm ist es nicht. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten sind die Assassinen hier wieder stark vertreten. Das war nicht immer so. Unter dem byzantinischen Kaiser wurden die Assassinen verfolgt und hingerichtet. Wir sind also, fast da. Also einen Taschendiebstahl möchte ich im Moment nicht benutzen. Hier lang. Alles klar. Ein warmes Willkommen. Volle Synchronisation erreicht. Okay, dann würde ich sagen, bedanke ich mich mal ganz herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder bei Revelations einschaltet, bei unserem kleinen Assassin's Creed Marathon. Wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Oh, das war's für heute von mir und bis dann.